Ah, okay. Gut. Weiß ich so nochmal. Die sehen aber alle gleich aus. Wie bist du hier reingekommen, Mora? Erik fordert dich zum Kampf heraus. Erik, das feige Schwein soll kommen. Ich spalt ihm den Schädel. Ich bin Erik. Hier, meine Seele. Pah, Seele. Ich scheiß auf Eriks Seele. Aber wenn du kämpfen willst, Mora, hier bin ich. Kämpfe! Okay. Okay, also das finde ich jetzt nicht. Ja, was? Uff. Uff. Das ist mein erster Tod. Holy shit. Wie krass ist denn der Dude, Alter? Wait a. Wie bist du hier? Erik Ford. Jetzt ist es easy. Und jetzt ist er tot. Aber ich will ihm seine Keule haben. War richtig. Kann ich die nicht looten? Nee. Aber ich kann die Keule nehmen. Der Boss. Wer mit Erhag verhandeln will, musst du erst mit dem Boss reden. Ein Schlag mit dieser Waffe hat eine Wahrscheinlichkeit von 50%, den Gegner für 5 Sekunden in Brand zu setzen, was insgesamt 80 zusätzlichen Schaden zufügt. Holy shit. Das ist doch das, was ich haben will. Das ist der Hammer. Nein, es ist der Boss. Sei mir gegrüßt. Ein Mensch, sage mir, Fremder, hat Giltor dich geschickt. Ja, Giltor hat mich geschickt. Ich bin hier, um dich zu retten. Guter Mann. Guter, treuer Giltor. Erhag ist tot. Du bist frei. Ich stehe tief in deiner Schuld, Fremder. Sobald ich zurück auf meiner Burg bin, wirst du reich belohnt werden. Doch zuvor hätte ich noch eine Bitte an dich. Worum geht's? Meine Männer. Zargasch, der Grausame. Erhags rechte Hand hat sie vor kurzem ins Gebirge getrieben, wo sie Holz schlagen sollen für die Ork-Befestigungen. Nach der Schlacht und den langen Tagen im Käfig bin ich zu schwach, um die Orks zu erschlagen und meine Männer zu retten. Kannst du es für mich tun? Mach dir keine Sorgen und geh zurück in deine Burg. Ich kümmere mich um deine Männer. Wo sind sie? Der Weg zur Burg zweigt irgendwann nach Osten. Es gibt aber noch ein Problem. Zargaschs Kumpanen sind da draußen und wenn sie meine Männer bei der Flucht erwischen... Es gibt noch mehr von diesen fiesen Ork-Kriegern? Sind sie wie Erhag? Ja, sie sind nicht von hier. Sie sind aus Myrtana. Sie sind mit dem Krieg hierher gekommen. Sei auf der Hut. Hark und Urschul sind fast so gefährlich wie Erhag. Lass dich nicht von beiden auf einmal erwischen. Hark und Urschul sind tot. Sie hatten schon das Pech, mir über den Weg zu laufen. Beeindruckend. Das ist wahrlich beeindruckend. Okay, muss ich aber noch mit den Roots wahrscheinlich reden.
vorbei. Oberfläche. Ah ja, genau. Auftrag Zargasche Grausame. Dann kann ich da zurückgehen und dann kann ich nach da unten gehen und Erik sagen, dass Erhak tot ist. Dann passt es. Ogbosch, Erhak ist tot. Ja, der ist so wie soffen, um sowas zu merken. Oh, hey. Hab ich ganz übersehen. Das würde ich ja nicht stehen lassen. Hinten auch. Nochmal. Holy shit. Kommen die ganzen Heilpflanzen her? Das ist der letzte. Naja, ein paar Orks weniger. Der Steinhaut. Ein Wunder! Dich schickt Adanos, Fremder. Arik. Nicht Adanos schickt mich, sondern Lord Garvan. Lord Garvan? Ist er wohl auf? Ja. Ihr hättet ruhig mitkämpfen können. Du hast recht, Fremder. Die Orks haben uns entmannt. Dann schlage ich vor, dass ihr eure Männlichkeit vom Boden klaubt und in die Burg schleppt. Soll ich euch begleiten? Nein, Fremder. Wir haben uns bereits genug beschämt. Es wird Zeit, dass wir lernen, wieder aufrecht zu gehen. Nicht mehr zu buckeln. Sieh an! Der Kerl hat was drauf! Sich bloß schnell auf 38 einstellen. So. Passt. Kann ich morgen früh noch Horizon aufnehmen, wenn es gut läuft? Zwei Stunden. Und dann. Ja, habe ich noch ein paar. Also, ich habe eh noch ein paar Folgen in petto. Die habe ich schon hochgeladen. Bus von Arcania nicht. Dann kann ich die hochladen, während ich hier noch Horizon aufnehme. Da kann ich gleich alles fertig machen und dann passt das. Hip. Schau an! Überrascht dich das? Ein wenig ja, aber unser Baron hat uns schon von deinen Heldentaten berichtet. Was soll das heißen? Nichts, nichts! Das will ich auch meinen. Großmaul. Was? Großmaul. Ich finde den Dude einfach. Der Dude ist einfach gut. Aber von jemandem, der Pip heißt. Hab ich auch nichts anderes erwartet. Hat der mir noch was zu sagen? Unser Held! Nicht so stürmisch. Aber hallo, du hast uns allen die Hoffnung wiedergegeben. Hoch soll! Wie heißt du eigentlich? Das ist unwichtig. Wie du meinst. Mögest du... Wow. Dass er nicht mal seinen Namen selber sagt. Hast du meins? Wie steht es bei... Unser Lord ist wieder in der Burg. Adanos sei Dank.
Warum preisen sie nicht Innos? Ja, aber für den Zustand bin ich nicht verantwortlich. Bei meinem Amboss! Was ist das für ein Gestank? Wie ist das passiert, Bursche? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Ist es jetzt nutzlos? Mal schauen. Eine Schande. Das meiste ist hin. Aber hier, das kann ich dir beibringen. Dann wollen wir mal, aber mach besser schnell. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Geheimnis des Schmiede Stahl. Schien des Schamanen, der Schmiede, die Meisterklinge. Kämpfergilde. Dass Lurker mehr Segen als Fluch für diese Siedlung sind. Werkzeuge der Ordnung, Lurkerbolzen. Stahl nehme ich auf jeden Fall mal. Und die Lurkerbolzen, brauche ich die. Den ganzen Schrott haue ich jetzt mal weg. Großhammer brauche ich nicht. Alles Schwert. Artige Sichel. Opferklinge. ...56 Goblin Coins. Aus Adonos, ja. Alet muss raus. So, Fernkampf. Übertöter kommt auch komplett weg, Kurzbogen. Lied. Armbrust. Hertans Gnade brauche ich auch nicht. Oh. Habe ich jetzt den Wolfsreißer eigentlich verkauft? Kann ich gar nicht. Der ist gar nicht hier mit drin. Weiter verkaufe ich jetzt mal lieber nichts. Sonstiges, Rubin, Werkstoff. Da kann ich mal ein paar doppelte Sachen, ach, wobei den bemalten Schild haue ich weg. Den kann ich nicht verkaufen, Messingring brauche ich nicht. Goblin-Armschienen brauche ich auch eine Knochenhelm. Dreiköpfiges Amulett, das lasse ich mal. Westenring, Ring des Ochsen brauche ich auch nicht. Ork-Zahn-Talisman. Siegelring, Armschienen. Amulett der Zähigkeit, oh, auf Wolkenbriefe-Ring. Ich habe lauter Schrott im Inventar. Mole-Red-Armschienen, Silberring, Ritualmaske. Die Seefahrer, wobei den könnte ich behalten. Der ist eh nix. Juvens Ring. Schild. Den Helm brauche ich auch nicht. Lederkluft. Ach, die hau ich auch weg. Juak Schild. Der würde so vergessen, dass den niemand haben möchte. Erhax Talisman. Anhänger. Und Torus Truppe abgespalten und die Silbersee-Orks unterjocht hat. Horus. Brauche ich auch nicht. Die kann ich Erde weghauen, Waldläuferring.
Blutfliegenarmschienen, die könnte ich benutzen. Oder die könnte ich noch brauchen. Okay. Mehr brauche ich so jetzt nicht. Schriftstücke. Dann schaue ich gleich mal. Stahlbahn. Zweihandwaffe. Oh. Elixier des Heldenmuts. Ich glaube, das kann ich sogar machen. Ja, sieht schlecht aus. Sieh an. Hast du das Teichkraut? Ja. Yeah. Ich habe eine frische Lieferung Teichkraut für dich. Lass sehen. Ja. Das ist es. Die Verwundeten werden sich freuen. Dann gib es ihnen. Danke. Hier, dieses Rezept habe ich für dich aufgeschrieben. Ich habe es von meiner Großmutter. Ja, Potenzierung geben. Gawan ist in Sicherheit. Ich habe davon gehört. Wir alle sind sehr froh, dass... Sein Stolz dürfte allerdings etwas angekratzt sein. Das wird heilen. Willkommen. Und? Was treiben die Orks? Die Orks sind wieder brav und friedlich. Adanos sei Dank. Dann werde ich hier mal bei den Aufräumarbeiten helfen. Ich würde mir gerne... Okay, was hatten die so? Ausdauertränke, Rezeptaltränke, gegrilltes Wild, Ausdauer... Pflanzenfleisch. Die hat aber keine guten... Er hat echt... Echt keine guten Rezepte. Das ist nicht das, was ich brauche. War ganz geheim. Die Tränen. Ja, ich brauche hier Elixier des Heldenmuts. Der sich leisten kann. Boah. Holy shit. Speichere ich einmal. Ich würde. So, Meisterklinge. Zweihandwaffe. Der Meister. Diese Waffe verursacht 100% Licht. Oh, okay. Fiedenhänder. Elixier der Stärke. Hätte ich sogar. Glaube ich mal. Ja, ich habe ein niedriges Elixier. Ja, gut. Spare ich mir das Gold. Drüben kam aber gerade Gawan rein. Wieso läuft er jetzt wieder runter? Hab ich meinen Helm jetzt verkauft? Fuck. Die Baronie Silbersee steht tief in deiner Schuld. Hast du meine Männer befreit? Deine Männer sind auf dem Weg nach Hause. Dich hat Adanos geschickt. Ein Retter in der Not. Ich helfe gern, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Ganz Argan steht tief in deiner Schuld. Du hast einen Wunsch? Sage ihn frei heraus. Ich werde ihn erfüllen. Ich bin auf der Suche nach einem verschollenen Tempel und ich habe gehört, dass es hier auf der Burg ein Archiv mit alten Karten gibt. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis auf die Lage des Tempels. Du willst unser Archiv besichtigen? Was für ein weiser und bescheidener Wunsch für einen Mann deines Alters. Er sei dir gewährt. Geh einfach in den Keller unserer Burg. Dort findest du den Eingang zum Archiv. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ich böse, der auf einmal kommt. Komm noch einmal zu mir, wenn du in unserem Archiv gewesen bist.
Ich brenne vor Neugier, ob wir dir bei deiner Suche helfen konnten. Okay. Das mache ich auch noch schnell. Wenigstens freut sich das Gemüse. Wann das aber leicht geleckt, habe ich so ein Gefühl gehabt. Nur die 60 FPS sind einfach runtergegangen, weil das mag ich dann auch. Regen! Jo, reg dich mal nicht so auf. Es wird ja immer. Hat der noch was zu sagen? Ma! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und unser Lord ist wie? Welche Rolle hast du da? Keine große. Erhak ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Du hast ihn erschlagen? Sehr gut, das höre ich gerne. Ja, besser, meine wenn du mir ein Rezept gibst. Oh, das Archiv sieht aber jetzt nicht besonders. Oh. Naja, okay. Lesepult. Okay, das ist auch wieder mehr so Ambiente. Altes Pergament. Vergessener Brief. Liebste Cluster. Ethans Truppen stehen vor den Toren. Ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich. Dort Trontas Nachlass. Ist wirklich wichtig. Ah, alte Karte von Agan. Aber das ist die Animation. Die frisst ein bisschen FPS. Zumindest im Menü. Respekt. So, die Frage ist, wo ist der jetzt? Wahrscheinlich oben. Ja. Da chillt der Boy. Ah, da bist du ja wieder. Hast du etwas gefunden? Ich habe eine alte Karte gefunden, auf der tatsächlich ein Tempel im Weißaugengebirge eingezeichnet ist, aber... Die Karte enthält keinen Hinweis, wie man zu dem Tempel gelangt. Nun, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Mich haben vor ein paar Wochen zwei Magier aus Tushu aufgesucht, die dasselbe Anliegen hatten wie du. Wer waren diese Magier? Ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern, aber sie waren im Auftrag der Bruderschaft unterwegs. In Tushu kann man dir sicher sagen, wer sie waren. Dann werde ich nach Tushu gehen. Ich dachte mir schon, dass du diesen Weg einschlagen würdest. Deshalb habe ich Giltor befohlen, diese Schriftrolle bereitzustellen. Denn du musst wissen, der Weg nach Tushu wurde während des Erdbebens von einer Gerölllawine verschüttet. Diese Schriftrolle enthält einen Zauber, der Steine in Bewegung versetzt. Ich wollte mit ihrer Hilfe den Weg nach Tushu räumen, doch nun gebe ich sie dir. Ja gut, ich muss eh da lang, also... Bietet sich das ja glatt an. Dann gehe ich einmal auf Disziplin. Beim nächsten Level Up bin ich dann auch auf der nächsten Stufe. Das ist so schon mal gut. Und dann würde ich an der Stelle sagen, mache ich dann wieder einen Break. Dann mache ich die Abmoderation einfach beim nächsten Mal. Oh, jetzt switcht einfach mal das 7 noch. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt dann pennen. Schlaft gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.